Das ist eine Leiter, so wie das aussieht, oder? Ja, ja, das wissen wir ja jetzt schon. Oh, nice. Das fetzt. So kann ich das auch noch machen. Ja. Halt. Ah, da muss ich gedrückt halten, damit ich komplett unten ankomme. Ist das lustig. Ah, hier wie so eine Springpilze bei Alice im Wunderland. Nixer Checkpoint. Bouncy Bay. It's so soothing and easy on the eyes. I think the words you're looking for are chaotic and hideous. Was? What's your deal, man? My deal? This pathetic island is my deal, Pigeon. As in, I own it. I'll turn this wilderness into something more productive. You can't. No? That's exactly what the pesky native said. Versuch halbwegs ein bisschen ruhig zu sein, wenn die hier reden. Nicht hier schon wieder. Whatever he's got planned, it can't be good. We really do have to do something, don't we? Was war das denn? Ach, die sind jetzt einfach so mir gefolgt und ins Wasser, na supi. Nein! Und wie hab ich's geschafft? Bong, bong. Ey, ich tue hier einen Erfolg nach dem anderen freischalten. Alles klar, also ich darf nicht ins Wasser. Gut zu wissen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Aber das wäre, glaube ich, Schwachsinn. Alles klar, ich habe es geschafft. Ja, die Dinger geben mir Leben zurück, das ist gut. Ich weiß nicht mal, wo ich überhaupt jetzt großartig hin muss. Ich... nix Rakete. Oh, getroffen. Oh, hier geht's auch noch rein. Ah, hier haben wir so ein Teil. Also das hätte ich jetzt nicht durch irgendwelche Zufälle gefunden. Obwohl ich es durch Zufall gefunden habe. Aber wäre das jetzt hier nicht so gewesen, so sage ich mal halbwegs offensichtlich, wäre ich hier wahrscheinlich auch gar nie runtergekommen. Ach, verdammt. Haben wir immer noch. Das ist gut. Ja, wo gehen wir denn hin? Tun wir mal den Weg folgen, der uns hier fürs erste Mal vorgegeben war, halbwegs. Trotzdem möchte ich die Splitter. Nicht schon wieder so eine Raketen. Ist ja wie bei Super Mario hier. Die tut irgendwie halbwegs den Weg berechnen, wo wir als nächstes hinlaufen würden. Das ist gefährlich. So. Ah, hier. Okay, da brauche ich drei davon. Eine habe ich durch Zufall wiedergefunden. Die andere muss da drüben irgendwo sein. Da, ich sehe sie schon. Da bin ich ja hier drüber gekommen. Genau. Nice. Das war
halbwegs gut gekonnt. Da oben geht's auch noch hin. Ich würde sagen, erstmal hier runter. Zack. Not enough buttons pushed for this sucker. Schade bloß, dass das Spiel echt keinen deutschen Untertitel oder so hat. Oh, hier haben wir noch einen Käfig. Nein. Huch. So. Und weg ist es. Hoppala. Komm ich da hin? Halbwegs. Nee, da oben war ich ja wegen der... Huch, am Kabel festgebackt. Wegen dieser Jellybohne oder was das da war, keine Ahnung. Der Vogel hat das zwar darüber so betitelt. Oh ne. So langsam wird mir ein bisschen schwindelig von diesem ganzen Gehüpfe hier mit diesen Pilzen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so im Gefühl habt hier. Zack. Da haben wir noch eine Bohne. Und hier noch ein paar Splieder. Also hier wird uns wahrscheinlich echt nichts an Splittern fehlen, wenn wir was brauchen. So, das geht da oben runter. Ah, da oben ist noch ein Gefängnis. Huch. So. Das andere wäre dann da drüben. Mich würde mal interessieren, ob es hier auch Fallschaden gibt. Aber unbedingt ausprobieren möchte ich es halt nicht. Hier hat doch gerade schon wieder was gepiept. Da drüben ist auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Nicht hinkommen. Glaube ich zumindest nicht. Oh, die nächste. Na, gerade so. Schade. Da, meine. Das ist wie bei Walzer, das Aufsaugen. So. Zack. Ah, alles klar. Also ich kann danach nicht nochmal irgendwie rüberschweben. Das geht gleich volle Kanne darüber. Yay. Das Tor ist offen. So, jetzt... würde ich gerne irgendwie darüber kommen. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Weil der Weg da drüben, wenn ich mir das angucke, scheint ziemlich weit zu sein. Hier so mit dem Strand, das erinnert mich ein bisschen an Kingdom Hearts. Auf der Schicksalsinsel. Oder Insel des Schicksals, besser gesagt. Nee, da komme ich niemals rüber. Ich kann es ja mal versuchen. Oder würde... Boah! Ne, da komme ich nicht hin. Schaffe ich nicht. Vielleicht kommen wir noch irgendwie später hin. Mal gucken. Gehen wir erstmal durchs Haupttor, was wir gerade geöffnet haben. Yeah, Checkpoint. So. Da ist ein Stock, ist nichts. Hier hinten könnte was sein, ja.
Haben wir endlich jetzt schon Level? Natürlich, wir haben ja jetzt hier schon 7er geholt. Wir müssten... Ach nee, da müssen wir ja wahrscheinlich wieder zurück zu diesem... Okay, hier ist nichts. Zu dieser riesigen Jellybohne. Die gibt uns das, denke ich mal. Ich habe mal die nächste schon. Da drin ist nichts. Ah, vielleicht kommen wir ja so da drin. Ja, nee, da würden wir vorher wahrscheinlich abkacken. Was der Treibstoff angeht. Oder den Treibstoff. Immer ein bisschen umgucken, man weiß ja hier nie. Auch nicht rüber. Ach Mann. Uh-oh. I see fire. Ach, da hinten. Ah. Oh, knapp. Sehr, sehr knapp. Oder auch nicht. Das andere war knapper, was wir teilweise fast zum Anfang hier hatten. Stimmt, Skylar ist ja eine Kerze. Und Wasser ist unser natürlicher Feind. How could he do this? Oh, that was easy peasy lemon squeezy. The natives just couldn't dig the vision I had for this place. So burn, baby, burn. You won't get away with this. Ah, verdammt. Den haben wir. Diese Bomben sind echt bekloppt. Ach, der hat sich selbst in der Luft gejagt. Na, schönen Dank auch. Brauche ich es wenigstens nicht machen. So, da drüben könnte was sein, aber irgendwie auch nicht. Yeah, Winterlandschaft. This is a teleportation station. Activating them will let you teleport between other activated terminals. Schön. Wo kann ich denn jetzt hier hin? Ah, die ich jetzt hier schon sehe, da war ich also schon. Ja gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal eben zur Mitte. Und dann schauen wir mal, was der hier... Ah, müssen wir also uns doch abholen. Yay. Ein Herz mehr. So, jetzt müssen wir 3 eröffnen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und folgen unserem Weg. Bin ich hier richtig? Ja. Halbwegs richtig. Warte mal hier. Ich wollte gerade sagen, sieht noch aus wie Kisten. Das hat irgendwie was von so einer nordischen Mythologie hier mit diesem ganzen Schnee und den Häusern da. Die Flüsse, ne? Sieht schon cool animiert aus, muss man sagen. Na gut, man weiß auch nicht, wie viel... Da oben ist noch eine Kiste. Oh, Schatteneffekt. Man weiß halt auch noch nicht, wie groß dieses Level sein wird. Ah, darüber kann ich. Nein, kann ich nicht. Doch. Warte mal. War das knapp. So, hier haben wir eine weitere, die wir brauchen können. Genau, jetzt geht es für uns immer wieder hier hoch.